Ich habe gar keine Erwartung und ich glaube, das ist auch das Besondere an diesem Konzert, dass man überhaupt nicht vorhersehen kann, wie das wird. Also worauf ich mich sehr freue, ist, dass die Musik der Bach auch Nicht-Konzertgänger erreichen wird, weil Bach einfach universell ist, ist zeitlos. Dass Menschen zusammenkommen, ist uns ein Grundanliegen in der Bahnhofsmission. Und dass Menschen auch aus ganz unterschiedlichen Lebenshintergründen sich wahrnehmen und sehen und vielleicht miteinander Spaß haben. Bach hier im Bahnhof in Würzburg, inmitten des Trubels, ein Moment der Besinnung. Alle bleiben stehen und ruhen einen Moment. Und das schafft tatsächlich Musik und Sinn mit ihrer Musik hier inmitten des Trubels. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Und das doch noch für einen guten Zweck, also zufällig. Wir haben jetzt eine Pause von 20 Minuten. Lieber hier und so ein live schönes Konzert hören, als draußen einfach nur rumstehen. So ein hochkarätiges Konzert, nein, ist mir neu. Sie ist eine Künstlerin von erster Klasse, würde ich sagen. Also sehr nette Ausstrahlung und sehr gute Geigerin. Ich wusste nicht, dass hier vom Bahnhof Mission was ist. War eine große Überraschung. Ich habe mich sehr gefreut, weil ich schon lange kein Konzert mehr gehört habe und es mich freut, das so zufällig zu hören. Ich finde es auch sehr schön, mal wieder ein Konzert zu hören und war auch überrascht, das in so einer Atmosphäre zu erleben. Ich finde das total schön und eine super Überraschung. Also ich kam jetzt selber direkt aus dem Zug und höre hier so schöne Musik und dachte mir, wer kann das sein? Und dann drehe ich mich um und so, nee, das ist die Sinn. Das ist eigentlich die schönste Überraschung heute, die mir passiert ist. Das ist total schön. Da ist dieser Umgebungslärm und dann mit dem ersten Ton, da kommt so eine Klarheit rein. Und ich hatte auch so das Gefühl, ich muss so um mein Leben spielen. Bach scheut sich auch nicht vor existenziellen Themen, die einfach in seine Musik zu nehmen. Der lebt sie voll durch. Das Genie bricht sich Bahn. Sie wollte schon ganz lange Geige spielen, also Vicky liebt Musik über alles. Und ich habe gehört, du magst Carlos Santana. Ja. Dein Heiliger, Schutzheiliger, dein Vater gesagt. Also ich würde mir einfach wünschen, dass wir öfter so Konzerte für alle machen.